Innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen haben uns 3 Fälle erreicht mit dem gleichen Problem und das haben wir jetzt als Anlass genommen für ein neues Tippvideo. Was ist passiert? Beim Björn, schönen Gruß an Björn, dem ist das auf dem Nürburgring passiert. Der ist mit seinem HR ja, auf dem Nürburgring gefahren, Track Day, und er ist auf die Geraden gekommen, hat durchbeschleunigt, hat einmal getreten und zack ist das Kupplungspedal unten liegen geblieben. War auch nichts mehr mit hochziehen, ne, das ist einfach unten liegen geblieben. Dem Patrick ist es passiert vor einer Woche, dem ist es vor der Haustür passiert mit seinem Biturbo 370Z. Gleiches Problem, Kupplung getreten, klack, Kupplungspedal unten liegen geblieben. Was haben beide gemeinsam? Eine verstärkte Kupplung. Was haben beide gemeinsam? Das gleiche Getriebe. Ähnlich. Was haben beide gemeinsam? Das gleiche Ausrücklager auf jeden Fall. Und da ist das Problem, worüber wir heute sprechen möchten. Mehr nach dem Intro. Was grundsätzlich ist zum Nissan-Kupplungssystem, und zwar habt ihr ein, sofern ihr einen Schalter habt, Bremssystem und Kupplungssystem getrennt voneinander. Das heißt, wenn ihr eure Motorhaube aufmacht und ihr schaut dann quasi unter den Deckel, wo halt Brake Fluid drunter steht, dann findet ihr einen etwas größeren Behälter, ja, der ist ungefähr so groß, so hoch ungefähr, wo dann halt die Bremsflüssigkeit drin ist, und dann habt ihr einen kleinen Behälter, das ist dann rund, das ist ungefähr so hoch, wo die Kupplungsflüssigkeit drin ist. Bei der Flüssigkeit, die da reinkommt, handelt es sich immer um Bremsflüssigkeit. Ja, also wir haben jetzt hier zum Beispiel von Motul die RBF 660 Bremsflüssigkeit, die in beide Systeme halt reinkommt. Ganz kurz vorweg. In den Kreislauf Kupplungsflüssigkeit, der hat oben quasi den Geberzylinder. Und unten im Getriebe beim HR und 370Z jetzt seit 2007 den Nehmerzylinder Schrägstrich Ausrücklager. Beim alten VQ35.de war es so, ihr habt halt außen am Getriebe einen Nehmerzylinder gehabt und hatte dann halt über einen, ja, einen Pivot Ball nennt sich das, ein Umlenkpunkt, wenn man so will, eine Gabel, die dann das Ausrücklager intern in dem Getriebe halt bewegt hat. Nissan hat sich dann halt gedacht, wir machen das einfacher, oder was heißt einfacher? Einfacher ist es vielleicht nicht geworden, aber ist für Nissan günstiger geworden. Die haben die Teile reduziert und ist halt auch leiser geworden. Und deswegen gab es seit 2007 halt diesen sogenannten zentrischen Nehmerzylinder, der gleichzeitig halt als Ausrücklager fungiert. Mittlerweile in der vierten Revision, das heißt, es gibt die vierte Teilenummer schon davon. Also Nissan hat scheinbar schon festgestellt, dass hier die Konstruktion nicht optimal ist. Sie ist immer noch nicht optimal, selbst jetzt mit der vierten Teilenummer. Wir haben mal einen Nehmerzylinder für euch hier zerlegt, um euch das primäre Problem zu zeigen. Ihr seht halt hier auf der Rückseite, das ist halt viel Kunststoff verbaut. Leider auch, das ist das Problem, im Inneren ist halt viel Kunststoff verbaut worden. Und hier ist genau das Problem, dass der Zylinder, ihr seht hier den Metallzylinder, und das geht quasi hier drüber, ja, das ist eine Dichtlippe, die dann quasi die Flüssigkeit drin halten soll. Und in diesem Kunststoffzylinder sind halt Kerben eingelassen. Und diese Kerben sollen die Reibung verringern beim Betätigen der Kupplung. Problem ist aber auch, dass diese Kerben dafür sorgen, dass man sich halt diesen Kupplungsdreck, diesen Kupplungsstaub reinzieht in diesen Nehmerzylinder und dann irgendwann halt auch an diese Dichtung her vorbei. Und diese Dichtung dann nicht mehr auf Dauer dicht ist. Ja, das ist eine ganz normale Gummidichtung, die wird natürlich auch mit dem Alter hart und porös. Und dann sagt dann irgendwann die Dichtung, nee, ist doof, habe ich keinen Bock mehr drauf auf so viel Staub, und lässt dann halt die Flüssigkeit dran vorbei. Die läuft dann quasi hier vorne raus. Man sieht halt von außen in der Regel keinen Schaden. Keinen offensichtlichen Schaden, sondern nur, dass die Flüssigkeit hier rausläuft. Die läuft dann halt in die Getriebeglocke rein und dann irgendwann zwischen Motor und Getriebe tropft die dann runter. Kupplungspedal bleibt unten. Oben im Behälter Kupplungsflüssigkeit sinkt dann der Stand bis auf Null. Es läuft halt aus. Und dann war es das. Ihr könnt euch dann nur noch abschleppen lassen und dann ist vorbei.
Also wie gesagt, das passiert halt gerne bei Fahrzeugen, die dann halt schon ein gewisses Alter haben, haben wir festgestellt. Bei Fahrzeugen, die im Rennstreckeneinsatz sind, die dann vermehrt auch eine verstärkte Kupplung haben, ist das Problem nochmal ein etwas anderes. Und zwar bei verstärkten Kupplungen habt ihr verstärkte Federn auch auf der Druckplatte, die dann natürlich für einen höheren Anpressdruck sorgen. Bei einem Hydrauliksystem merkt ihr das natürlich dann auch oben am Pedal, dass ihr ein bisschen kräftiger treten müsst. Und gleichzeitig baut sich natürlich unten im System ein höherer Druck auf. Und dieser Druck sorgt halt dafür, dass der Kunststoff gerne mal platzt. Ja, der ist da halt für diese Drücke nicht ausgelegt. Das ist jetzt hier genau in diesem Fall passiert. Der ist einmal komplett durchgebrochen. Wir hatten dann halt auch noch so ein paar Brösel hier gefunden, so ein paar Kunststoffbrösel, weil es halt den komplett geknackt hat und auch ein Stück von der Dichtung hier weggebrochen ist. Ja, und dann ist natürlich umso schneller die Kupplungsflüssigkeit dann rausgelaufen und ja, dann ist vorbei mit Fahren. Die Lösung dazu, die wir haben, ist halt das Jim Wolf Technology Ausrücklager. Und ihr seht halt schon, das ist ja eine ganz andere Hausnummer, deutlich verstärkt. Hier ist kein Kunststoff mehr verbaut. Der gerade gezeigte Kunststoffzylinder ist hier aus Metall gefertigt und hat nicht mehr eine klassische Gummilippe, ja, die dann irgendwann ja, spröde, porös, hart wird, sondern eine PTFE-Simmering. PTFE müsst ihr euch vorstellen, ist eine Art Teflon, nur halt nicht von dem Hersteller, der Teflon macht, sondern halt von DuPont. Und somit habt ihr da auch optimale Dichtigkeit und es zieht sich halt kein Dreck rein. Ja, das ist wie gesagt ein Must-Have für die Leute, die eine verstärkte Kupplung haben. Ansonsten für die Leute, die halt nur Straße fahren oder halt eine Kupplung gewechselt haben auf eine Serienkupplung, in jedem Fall einen frischen Nehmerzylinder halt verbauen. Die liegen zwischen 159, 169 Euro. Nissan variiert die Preise da sehr gerne mal. Die sollten dann auch gewechselt werden. Ganz wichtig, nicht den alten wieder verbauen. Wenn ihr auf der Rennstrecke fahrt oder halt eine verstärkte Kupplung habt, dann in jedem Fall den Jim Wolf Technologies Nehmerzylinder halt verbauen. Der liegt aktuell bei 349 Euro. Und die Einbauzeit für diese Komponenten liegt bei uns zumindest bei kalkulierten 3,3 Stunden. Wie gesagt, es lässt sich halt kombinieren mit einem Kupplungswechsel oder mit einem Schwungscheibenwechsel. Das sind immer noch 3,3 Stunden. Der Zeitaufwand ist letztendlich immer der gleiche. Ihr müsst die Auspuffanlage demontieren, die Kardanwelle runternehmen, das Getriebe runternehmen und dann kommt ihr halt an diese Komponenten ran. Ja, der Nehmerzylinder, den gibt es tatsächlich schon länger. Wir haben halt nur die Erfahrung jetzt gemacht, dass vermehrt die HRs reinkommen mit genau diesem Schaden. Und deswegen haben wir uns überlegt, halt genau dieses Video zu machen, um euch dort weiterhelfen zu können. Wir haben die Ausrücklager halt schon seit Jahren im Rennsporteinsatz und noch nie einen Ausfall dort gesehen. Also die funktionieren wirklich tadellos. Es gibt entsprechend Langzeiterfahrung. Ja, ich denke mal, das Video war wieder sehr informativ und ich hoffe, ihr hattet Gelegenheit, ein paar Infos mitzunehmen. Und ich sage bis zum nächsten Tippvideo, euer Tino. Ciao.